Eine Herausforderung also für den FCM. Am Samstag sprechen wir drüber mit einem Spieler hier im Stadion, mit Tatsuya Ito. Hallo. Hallo. Tatsuya, beim Auswärtsspiel in Braunschweig, das Tor, was du geschossen hast, das war phänomenal. Beschreib das doch gerne nochmal für unsere Zuschauer aus deiner Sicht. Ja, ich habe sehr gefreut, so ein wichtiges Spiel zu entscheiden, Tor geschossen konnte. Und das war auch für die Unterstützung von unseren Fans in Auswärts. Das hat sehr einfach viel unterstützt, ja. Welche Gedanken gingen denn dir vielleicht beim Schuss auch durch den Kopf? Gab es da was, wo du dann vor dem Tor standest und dann dachtest, wenn der jetzt reinkommt, unglaublich? Ja, erst, wenn ich Ball bekommen habe von Balic, ich habe Silas gesehen, er war auch so ein bisschen so frei in der Mitte, aber ich habe geschossen und war auch gut getan, ja. Und wie fandest du danach die Jubelrufe, die Schreie von deinen Fans? Ja, also, ja, war einfach so ein ganz harter Moment für mich immer, wenn ich Tor schießen konnte und unser Fans so freut, ja. Am Samstag geht es gegen den HSV. Du hast viele Selbsterfahrungen und Erinnerungen an deinen ehemaligen Verein, den HSV. Was nehmt ihr euch für den Samstag vor? Also erst, wir möchten unbedingt wieder gewinnen, damit wir unser Ziel wieder so sehr Wahrscheinlichkeit höher machen können. Aber einfach, HSV ist auch ein guter Gegner und wir möchten einfach mit diesem Ausverkaufshaus uns alles geben. Wenn du jetzt nochmal deine Zeit in Hamburg Revue passieren lässt, was kommt dir als erstes in den Kopf, sowohl sportlich und kulturell? Was hast du aus der Stadt mitgenommen? Ja, Hamburg ist für mich ein besonderer Verein. Ich habe dort Profi-Debüt gemacht und ich habe da Abstieg erfahren. Ja, und ich glaube, damals auch viele Fans hat auch mich gemocht. Das habe ich auch selber so bemerkt. Und damals, ich habe sehr viele Bedanken gemacht, da verlassen. Aber heute, wir spielen gegeneinander und ich gebe einfach alles, was ich machen kann, ja. Blicken wir nochmal hier nach Magdeburg. Was denkst du, wie sicher seid ihr, dass ihr in der zweiten Liga weiter bleibt? Also ist noch nicht fertig, ne? Also wir haben noch 5 Spiele. Wir möchten und wir machen so viel wie möglich die Punkte sammeln, aber erst von Spiel zu Spiel, jedes Spiel, wir konzentrieren und wir geben alles, dann mal schauen wir. Bleiben wir bei der Stadt. Gerade haben wir über Hamburg gesprochen. Jetzt nochmal das Ganze hier auf Magdeburg. Ich meine, so viele japanische Spieler hatte der FCM für dich, hatte der FCM noch nicht. Wie ist das für dich, hier zu spielen und vielleicht auch, was sind deine Lieblingsplätze hier in der Stadt? FCM hat noch keine Japaner gespielt bestimmt, ne? Und ich fühle mich, dass ich erste Japaner hier zu spielen konnte und mein Lieblingsplatz hier in Magdeburg ist, ganz ehrlich, zu Hause. Also ich mag mein Zuhause hier in Magdeburg, ja, sehr. Und das hören wir gerne. Vielen Dank, Daumen sind gedrückt für den Samstag, alles Gute. Danke, Tatsuya Ito. Vielen Dank.